So, die Person, um die es sich drehte, dabei handelte es sich um Bulko. Rechte Hand von Silvio und da sitzt er. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Das Und stimmt. soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Richtig. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Na gut, Wir beide müssen Silvio. uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Nun, Bulko, du bist zwar ein wahrlicher Sympath, aber ich persönlich muss zugeben, dass ich gar nicht so von deiner Idee angetan bin. Ich hab genug für Geh bloß weg Na mit bitte, deiner geh Magie. doch. Ja, komm, beruhigt euch. Ich weiß gar nicht, ob ich das Snapperkraut so nehmen kann und das dann noch gilt. Wir sollten uns. Obwohl. Ich werde nicht von ihr weggehen. Ja, dann müssen wir noch mal darüber reden. Ja, leider. Ah, scheiße. Dem hast du's gezeigt. Okay, das hat nicht so nicht so funktioniert. Ich konnte ihn nicht anvisieren. Eigentlich bin ich ja total gut, aber. Ja, komm. Ah, Moment mal! Super Dialog! Du darfst doch keinen Super Dialog überspringen, Marco! Der hat nämlich einen coolen Dialog. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Ach so, der hat gar nicht. Ich wüsste. Okay, habe ich dich mit jemandem verwechselt? Ja, mit dem Söldner aus Gothic 1. Stimmt. So, ich laufe über den Hof, weil ich ihn so sehr Hör mag. auf mit dieser Hallo, mein Freund Magie-Scheiße! Kurt, ich mag dich ebenfalls. Ich werde jetzt mal aufladen und versuchen, auf Bulko zu zielen. Das ist doch unsäglich. Wieso kriege ich es nicht hin, auf Bulko zu zielen? Lasst mich doch auf Bulko zielen. Ich glaube, ich werde dieses Mal in die andere Richtung weglaufen. Da sind nicht so viele Ablenkungen. Ich werde hier nicht weggehen. Ich werde laufen. Er ist nur da. Ist Hör auf egal, wenn mit wir dieser den versehentlich Magiescheiße. freezen. Hör auf mit dieser Magiescheiße. Du würdest überall Magie sehen, auch wenn ich gar nicht zaubern würde. Das ist doch die Wahrheit. So, Herr Bulko, ich sehe, der Eiszauber kühlt bald ab. Ich finde das relativ schade und weiß, dass ich mich beeilen sollte mit dem Verprügeln. Aber ich glaube fast, den Kampf gegen dich kann ich kaum gewinnen. Ja, das befürchte ich. Das befürchte ich sogar sehr. Das wirst du Vielleicht. bereuen. Uah. 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 Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Ich hasse dich. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Deine Waffe nehme ich mal mit. Okay, tu das halt. Okay, lass mal überlegen, was haben wir? Wir haben Eisblock und wir haben Eispfeil, Eiswelle. Oh mein Gott, wir können doch Dual-Eisblock machen. Bin ich denn behindert? Okay, wir werden jetzt einfach zweimal ihn im Eisblock fangen. Bulko, komm mal her. Wie gesagt, all diese Tricks sind nur wirklich notwendig, weil ich ja noch nicht skillen möchte, da ich ja die Gilde noch nicht weiß. So, wegen Vote und so. Oh, scheiße. Was war das denn? Okay, damit das mit Dual Eisblock wird nicht so viel. Ist, glaube ich, besser, wenn ich einfach abhaue fast. So, ich brauche einen Mana-Trank und ich muss dann irgendwie sehr schnell eine weitere sinnvolle Rolle finden. Mana-Trank, wo bist du? Mana-Trank, da bist du ja. So, weitere sinnvolle Spruchrolle.
Eiswelle. Das wäre so eine Verschwendung. Das wäre eine Verschwendung. Feuerball. Feuerball. Ball, Ball, Ball. Da ist er. Bulko, komm mal her, mein Freund. Ich hab hier was für dich. The Lieferung ist incoming. Bulko, wo bist du? Bulko hat sich in ein Schaf verwandelt. Nein, nein, ernsthaft, wo ist denn der Kerl? Er kann euch einfach verschwunden sein. Bulko, mein Freund, wo bist du? Oh, ich habe ihn wiedergefunden. Aber er greift mich gar nicht an. Mit der Magie, hörst du das hier? Er hat doch wieder volles Leben, Marco. Du Trottel. Du verdammte Trottel. Was fällt dir ein, so eine Trottel zu sein? Oh, komm. Wir gehen jetzt aufs Ganze. Wir werden ihn einmal unsauber besiegen und dann werden wir ihn sauber besiegen. Geh bloß weg mit deiner Magie. Bitte. Geht doch. Ja, verschwende den Mana-Trank, brauchen wir sowieso nicht. So. Wir werden ihn jetzt angreifen, ohne dass er vorher eine Chance hat. Mit deiner Magie. Die hauen sich den Schädel ein. Ja, die hauen sich den Schädel ein. Das tun die tatsächlich. Mein Gott. Ein Kampf. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Die Zuschauer rasten aus. Kluges Kerlchen. Geh bloß weg mit deiner Magie. Fast so wie meine Zuschauer. So, jetzt wird's ernst. Wenn ich jetzt nicht hinkriege, habe ich gleich ein Problem. Die hauen sich. Ich muss ihn zumindest so weit runterkriegen, dass es ihm wehtut. Die haut, mein Gott. Pass auf! Schlag doch zurück! Parier doch! Oh, das tat weh. Nicht schlecht. Das wird dir meine Lehre sein. Ja, nie wieder, mich anzugreifen. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Deine Waffe. Ich hasse das. Ich hasse das. Wir haben es fast geschafft, Leute. Fast geschafft. Oh mein Gott, jetzt aber. Wir müssen zum Nagelknüppel, den wir hoffentlich nicht verkauft haben. Wir haben den Nagelknüppel verkauft. Nee, wir haben ihn noch. Die hauen sich. Pass auf! Ich könnte... Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Langsam wird's. Also, wir sind bald soweit. Meine Idee ist nämlich, ihn einmal niederzuhauen, ihm dann seine Waffe wegzuholen und dann einen fairen Kampf zu machen. Nur, das kostet viel. Ich will aber die EP nicht verlieren. Und ich krieg auch noch eine andere Belohnung dafür. Also werden wir das wohl auf uns nehmen müssen. Das ist doch jetzt unfair. Du kannst doch einfach Table Dancing während dem Kampf. Parier doch! Ja, versuche ich doch. Hab ich sogar. Als du gerufen hast, parier doch. Das wird die meine Lehre sein. Ja, nie wieder, mich anzugreifen. Ja. Langsam gehen mir die Waffen aus. Nicht mal Gold. Langsam Deine gehen mir die Waffen aus. Okay, das hier wird's. Ist nicht ganz so gelaufen wie geplant. Muss man so zugeben. Aber das hier wird vermutlich der letzte Angriff. Dieses Mal schaffe ich's. Die Hau. Hier. Parier doch! Ja. Lol. Oh mein Gott. Du mieser kleiner Dieb. Nein! Was soll denn das? Lass Leute. In Zukunft die Finger von meinen Sachen, klar? Wer erzählt denn sowas? Ich bin mit der Gesamtsituation gar nicht so zufrieden. Versuch das ja nicht nochmal. Das ist überhaupt nicht einfach. Okay, jetzt steh bitte wieder auf Held. So,
Wir nehmen noch 2 Heiltränke. Ja, ich sag doch, das wird eine teure Quest. Dieser Kampf ist so gut wie unmöglich. Aber ich muss ihn machen. Ich habe gute Gründe dafür. So, wir haben unseren vorherigen Degen wieder. Wir speichern mal kurz, aber am besten irgendwo anders drauf. Und Bulko, ich werde hier nicht weggehen. Ja, ja, erzähl das jemandem, den das interessiert. Da. So. Jarvis, das sollte doch reichen, oder? Verfluchter Dieb, damit wird dich Lee nicht ab... No, jetzt dürfen wir noch Geld von Lee bei Lee bezahlen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich weiß gar nicht was, also Leute, ich konnte es nicht sein lassen, ja? Es ist Bulko, ich kann den nicht einfach davonkommen lassen. Und nach all dem, was wir verloren haben, werden wir immer noch gewinnen. Lee? Gut, dass du kommst. Ja, ja, ich habe was gestohlen, du hast davon gehört. Ich dann sieh zu, dass... Aber denk... Jetzt muss ich ja noch was verkaufen. Alles klar bei dir? So, du willst also bei uns mitmachen. Hast du überhaupt schon eine vernünftige Waffe? Stimmt, sehr wichtig. Ihn auf jeden Fall anreden. Sonst könnt ihr später nicht mit ihm handeln. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Und er ist wirklich ein ganz guter Händler. Das kann man so sagen. Kriegsarmbrust mit 120 Schaden, die Berserker-Axt mit 200 Schaden. Ich glaube, das ist die stärkste Waffe im Spiel, allein vom Schadenswert. Also alles andere nicht bedacht. Aber ja, jetzt sollten wir doch wirklich genug Gold haben. Bist du gekommen, Lee? Um das Geld? Ja, ich bin gekommen. Ich will zahlen. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass Ona das Geld bekommt. Bla, bla, bla. So, spätestens jetzt kann ich wieder mit Jarvis reden. Und der wird ganz happy sein. Meine Blutspur. Und dann auch noch 2 Spuren. Er hatte das nicht. Das hat er doch vorher gewusst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hab nicht den geringsten, blassesten Schimmer. Was soll ich bloß tun? Ich könnte links am Eimer vorbei. Ich könnte rechts am Eimer vorbei. So viele Wege führen am Eimer vorbei, mein Junge. Und ich hab keine Ahnung, welchen ich wählen soll. Wenn ich so weitermache, lande ich noch irgendwann im Knast von Quirinus. Aber ich hab keine Ahnung, welchen Weg ich wählen soll. So eine traurige Geschichte. Davon lasse ich lieber die Finger. Das ist nicht mein Problem. Jarvis. Da bist du ja wieder. Ja. Yeah. Ach so. Wie viele von sie? Wenn du 3... Ja. 3 Männer soll ich verprügeln. Und das habe ich jetzt getan, Wie oder? Viele von Silvius' Männern stehen noch auf meiner Liste? Ich habe Bulko besiegt. Habe ich mitgekriegt. Reife Leistung. Naja. Sieht nicht mehr ganz so gut aus. Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Oh, Leute. So, das waren 3 von den Kerlen. Was mache ich als nächstes? Ah ja, Tekla, sag mal, wie geht's dir? Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier, iss erst mal ein Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Yay! Tekla gibt uns ihren Eintopf. Dieser Eintopf, meine Freunde, ist richtig, richtig nice, denn Stärkebonus 1, das seht ihr. Das ist... Jetzt mal ganz ruhig, dafür hat sich das doch gelohnt. Der Kampf gegen Bulko, dafür hat sich das doch gelohnt. Nee, das hat sich wirklich dafür gelohnt. Ich habe euch jetzt schon das Leveling-System erklärt. Das hier sind im Zweifelsfall 5 Lernpunkte. Dieser eine Stärkebonus. Okay, Leute. Damit haben wir die Überzeugung aller Söldner, oder? Zumindest aller Wichtigen. Erzähl mir mal. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? War genau so, mal wie sehen. Du sagst. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn ich du mitmachst. Dir doch nichts Neues. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Cord ist der Meinung, du müsstest erst lernen, besser mit der Waffe umzugehen.
Seifer sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Rott hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Ja, das hat er wirklich. Basta meinte, du wärst okay. Und da hält dich für ein Kameradenschwein. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten warten einfach ab, ob du die Probe bestehst. Glauben, was man hört. Immerhin hast du schon einige faire Duelle gewonnen. Du bist noch lange nicht so weit, Kleiner. Ja, ja, ja. Du bist noch lange nicht so weit. Wir müssen natürlich erst die Aufgabe am Leuchtturm erledigen. Damit der gute Kord hinter den Kulissen die Aufgabe mit den Milizen für uns erledigt. Abgesehen davon laufe ich einfach mal hier so durch die Gegend und sage, wie ein selbstbewusster, sinnvoller Mensch das nun mal so sagt. Welches ist es denn? Welches ist es denn? Ach ja, genau. Wie ein selbstbewusster und überhaupt nicht geisteskranker Mensch das sagt, laufe ich einfach durch die Gegend und würde mal behaupten, okay, jetzt bin ich überfragt. Jetzt bin ich wirklich überfragt. Normalerweise läuft hier ein bestimmtes Schaf rum, aber ich sehe es gerade gar nicht. Obwohl, vielleicht muss ich erst mit dir reden. Hallo Pepe. Lol, Pepe klingt fast so wie Pipi und Popo. Was hast du dazu zu sagen? Dafür musst du erstmal 25 Gold zahlen. Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Nun, wie geht's deinen Schafen denn so? Wie geht's dir und deinen Schafen? Gut. Und den Schafen auch. Das heißt, denen, die noch da sind, geht es gut. Alle anderen sind ins Weite gezogen. Kann ich ein Schaf kaufen? Jederzeit. Wenn du den Preis bezahlen kannst. Ein Schaf kostet dich 100 Goldstücke. Wenn du die bezahlst, kannst du dir ein Schaf mitnehmen. Aber du musst es gut behandeln. Ich glaube, darauf kann ich so verzichten. Geht trotzdem nicht. Sehr strange. Naja, dann soll es uns nicht weiter kümmern momentan. Wir begeben uns jetzt auf jeden Fall zum Leuchtturm. Denn dort soll sich ja Dexter aufhalten. Dort sollten wir unter anderem für Kord nach, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Ben oder so, schauen. Und dort soll wohl ein diskreterer Hinweis auf die vermissten Leute sich befinden. Außerdem ist da oben auch genau derselbe Mensch, der mich damals auf die Steckbriefe gemalt hat. Wisst ihr noch? Der Steckbrief, den wir am Anfang fanden, auch der kommt von hier. Hört mal genau hin.